Herzlich willkommen zu einem Landwirtschaftssimulator 2019 Tutorial. Heute erkläre ich euch, wie die Silage funktioniert, welche Geräte ihr braucht und wie ihr im Anschluss ein wenig Geld durch die BGA verdient. Schauen wir uns zuerst die Preise der Silos an. Das kleine Fahrsilo erhaltet ihr für 15.000 Euro, das mittlere für 25, das große für 45.000, das kleine Doppelfahrsilo für 30.000 Euro, das mittlere Doppelfahrsilo für 50.000 Euro und das große Doppelfahrsilo für 90.000 Euro. Zum Beginn, wenn ihr noch nicht so viel Geld habt, würde ich euch das kleine Fahrsilo für 15.000 Euro empfehlen. Hier passt definitiv sehr, sehr viel Silage rein. Welche Fahrzeuge brauchen wir? Als Traktor habe ich mich für den Fendt 900 Vario entschieden mit dem größeren Motor, da dieser sehr viel PS hat und wir alle Maschinen sehr, sehr einfach ranhängen können. Ihr erhaltet diesen im Shop für 302.500 Euro. Außerdem, falls ihr das Geld habt, ein von der Mähtechnik den Krone Big M 450 für 380.000 Euro. Hier könnt ihr vollautomatisch Gras mähen. Außerdem einen Radlader. Hier habe ich mich für den New Holland W190D entschieden, da dieser im Moment der einzige ist, der im Shop erhältlich ist. Ihr haltet diesen für 175.000 Euro. Natürlich benötigt ihr auch eine Silagegabel, diese erhaltet ihr für 4.100 Euro im Shop, um später die Silage zu verladen. Als Ladewagen, um das Gras beispielsweise aufzusammeln, habe ich mich für den Rapide 8400W mit Aufbau enthalten, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Diesen erhaltet ihr für 153.500 Euro. Ihr könnt aber jeden Ladewagen nehmen, der auch Gras einsammeln kann. Solltet ihr nicht den Krone Big M 450 wählen, könnt ihr das Mähwerk von Pöttinger wählen, das NovaCat 301 ED für 19.000 Euro und das Pöttinger NovaCat X8 ED für 42.000 Euro. Beide könnt ihr zusammen vorne an euren Traktor hängen und den Ladewagen hinten dran. Wichtig ist, dass der Schriftzug Pöttinger auf der hinteren Seite zu sehen ist und dann könnt ihr das Mähwerk direkt miteinander kombinieren, wie hier zu sehen ist. Alle Fahrzeuge und Geräte seht ihr jetzt hier noch einmal in der Übersicht. Außerdem gibt es alles, was ihr braucht, unten in der Videobeschreibung mit Preisen. Der erste Schritt, um Silage herzustellen, ist natürlich Gras zu mähen. Silage funktioniert auch mit anderen Früchten bzw. Arten. Ich habe mich aber hier für Gras entschieden, da dieses am Anfang am leichtesten ist. Ist das Gras gemäht, fahren wir mit dem Ladewagen über die Grasschwaden und sammeln diese ein. Im Anschluss laden wir dann das Gras in unserem Fahrsilo ab. Hier drückt ihr STRG I, um das Abladen zu aktivieren. Ihr müsst dann das Gras bzw. die Silage ein wenig verdichten. Und das könnt ihr machen, indem ihr mit dem Traktor rüberfahrt oder ein Silageschild verwendet. Sobald das Verdichten bei 100% ist, könnt ihr das Silo abdecken und der Gärprozess ist gestartet. Nach einiger Zeit, sobald das Gären bei 100% ist, könnt ihr das Silo abdecken und euer Gras ist fertig fermentiert und ihr habt Silage. Die Silage spielt eine wichtige Rolle bei der Tierzucht, zum Beispiel für die Kühe. Ihr könnt die Silage aber auch beispielsweise in der BGA verkaufen. Hierzu müsst ihr das Gelände rund um die BGA besitzen. Die Silage wird dann mit der Silagegabel aufgeladen, in einem Anhänger verladen und beispielsweise zur BGA gefahren. Die BGA generiert dann Einnahmen, welche um
0 Uhr auf eurem Konto gutgeschrieben werden. Soviel zum Thema Silage. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Und falls ihr mehr Tutorials möchtet, drückt gerne den Abo-Button. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, sagt Sir Metalizer.